Hallo Commander, ich grüße euch. Heute soll es um den einfachsten Weg gehen, der Community auch was zurückzugeben, den Market Connector. Ich habe da mal was vorbereitet. Nein, habe ich nicht. Mein System ist neu aufgesetzt, Elite ist installiert und den Market Connector machen wir jetzt von Grund auf zusammen. So. Womit fängt man an? Natürlich erstmal mit dem Browser des Vertrauens. Wir suchen das Teil und laden den erstmal runter. Gut, dass mein Bruder genau weiß, was ich will. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung rein, damit ihr halt nicht suchen müsst und entscheiden müsst, welcher Link der richtige ist. Üblicherweise landet man hier normalerweise ganz vorne auf der Code-Seite und weiß meistens nicht, was ist. Einfach mit Ctrl F dann halt nach dem Text suchen, Installation, gleich verschrieben. Oder ist mein Kopfhörerkabel einfach nur im Weg? Kabel, kannst du mal bitte zur Seite gehen? Das ist jetzt gerade etwas. Danke. So, Installation, ne? Weil am Ende hängt hier halt immer noch ein Beschreibungstext und hier findet man dann auch den Weg Installation und Deinstallation. Bitte lies die Setup-Seite. Auch der waren wir gerade drauf gewesen. Das ist die Wiki-Page. Das findet man dann hier rechts im Inhaltsverzeichnis auch den Installationspfad. Wir waren ursprünglich da oben und wir brauchen die Installation. Gut, wir in unserem Fall brauchen jetzt die für Windows 10. Ja, mindestens erforderlich ist Windows 7. Wir sollen die MSI-Datei hier runterladen und zwar aus dem letzten Release. Das werden wir dann mal tun. Wie üblich, alles Blaue ist ein Link. Hier die MSI-Datei. Die anderen zwei Pakete brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die .msi. MSI ist der Microsoft Installer, quasi wie eine Exe, nur halt von Microsoft. Das gute Stück runtergeladen, ausgeführt. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Der Computer wurde durch Windows geschützt. Ja. Kostenlose Software hat meistens nicht die finanziellen Mittel, sich irgendwelche Lizenzen zu holen und dass der Herausgeber unbekannt sei, ist einfach mal gelogen, weil man hier eindeutig sehen kann, wer was wann released und man kann auch hier ganz vorne im Code sehen, wer wann welchen Code-Schnipsel quasi da reinlädt. Also ihr habt gesehen, hier auf das Erweiterte draufklicken und dann kann man das Teil hier trotzdem ausführen. Jetzt kommt doch meine Warnung. Möchten Sie zulassen, dass durch die App-Änderungen an der Software vorgenommen werden? Herausgeber unbekannt, angeblich, ne, hatten wir ja gerade eben erst. Ja, wollen wir. Dass man da 12 Mal draufklicken muss. Gut, ich habe schon ein paar Aufnahmen versucht, deswegen kennt Elite Dangerous Market Connector schon meinen Commander-Namen. Und deswegen möchte er jetzt von mir auch eine Frontier-Authentifizierung haben. Solltet ihr das nicht gleich kriegen, mit laufendem Market Connector das Spiel starten, damit auch ihr dann an die Möglichkeit kommt, hier weiterzukommen. Das Problem ist erst bestehend, wenn ihr dann versucht, auch eure EDSM und eure Inara-Profilseiten mit updaten zu wollen. Das haben wir dann gleich in der Konfiguration nochmal. Gut, also das bestätigen wir natürlich. Login. Hier oben wichtig, nicht auf das Markierte klicken. Ne? Wir wollen das nicht abbrechen. Die Authentifizierungsanfrage, wir wollen sie hier durch den Market Connector öffnen, damit der weiß, alles klar, ich darf hier arbeiten. Damit das da seinen Gang geht. Gut, dann können wir die auch wieder schließen. Wir können auch tatsächlich das andere Fenster wieder schließen. Und wir gehen dann jetzt einfach mal die Konfiguration durch. Einstellung. Ja, Dateieinstellung. Die erste Tab. Total easy. Alles, was der Market Connector hier an Marktdaten sammelt oder an der Schiffsausrüstung, würde er lokal bei euch auf dem Rechner speichern. Aktuell ist es nur die Schiffsausstattung, sprich jedes Mal, wenn ihr umsteigt, wenn ihr euch ein neues Schiff kauft, würde aktuell in dem Dokumente-Ordner, das ist es halt standardmäßig,
eine neue Datei erzeugt werden, die halt die nötigen Daten enthält. Ich denke, die wenigsten von euch wollen das. Deswegen das einfach, das, den Haken raus und dann wird nichts auf eure Festplatte geschrieben, weil ihr arbeitet wahrscheinlich eher nicht damit. Wenn doch, ist das die Stelle, wo ihr dann die Marktdaten oder die Chipsausrüstung aktivieren könnt und dann solltet ihr auch einen separaten Ordner dafür angeben, damit nicht euer Dokumente-Ordner nachher unzählige Dateien hat, mit denen ihr nichts anzufangen wisst. Die nächste Tab, EDDN, ist quasi der Grund, weswegen wir das Ganze hier machen. EDDN, das Elite Dangerous Data Network, ist halt ein Netzwerk, wo die ganzen Tools ihre Daten sammeln und aus dieser Datenbank werden dann EDSM, Inara und das Mining Tool. Daraus, aus den ganzen Tools holen halt ihre Daten aus dieser Datenbank. Und diese Datenbank wird nicht mit Front, nicht von Frontier gefüttert, sondern halt von uns. Deswegen müssen wir halt nebenbei ein kleines Tool mitlaufen lassen, was halt, wenn wir in ein neues System springen, die Systemdaten an die Datenbank weiterreicht, damit EDSM halt weiß, in dem System XY ist eine Wasserwelt, die ist terraformierbar, damit der nächste, der dann die Goldrush-Route aussucht, um halt den Explorer-Rang zu farmen, dann auch weiß, wo ist denn überhaupt eine Wasserwelt? Weil das wissen die ganzen Seiten nicht von alleine. Ne? Das sagen wir denen durch halt solche kleinen Tools, mit denen wir die durch Daten füttern. Also die ersten zwei Dinger unbedingt drinnen lassen. Das dritte ist, sollte man mit dem Internetverbindung Schwierigkeiten haben, dass dann halt, wenn man in eine Station anfliegt, eher nicht während des Anflugs versucht, da unbedingt die Daten hochzuladen, was dann bei euch Lecks verursachen würde. Ich gehe davon aus, dass die meisten damit keine Probleme haben, dass das Internet dick genug ist, so eine kleine Textdatei mal kurz von A nach B zu schicken. Die fressen nichts. Die nächste Tab ist das Schöne, ist EDSM. EDSM ist eine Profilwebseite. Also eine, die ein Profil enthalten kann. Elite Dangerous Star Map, da kann man sich ganz schön die Galaxis angucken. Allerdings kann man auch hier ein Profil haben. Ich melde mich hier mal kurz an. Und auf der Profilseite, mein Profil, kann man halt auch hier meine Profildaten. Die würden sonst nicht mit hochgeladen werden. Nur wenn ich ein Profil habe und möchte, dass das auch immer up to date ist und ich das nicht immer selbst von Hand hochtragen möchte, kann ich sagen, Elite Dangerous Market Connector, bitte tu das für mich mit. Dann tut er das auch. Das heißt, ich müsste hier jetzt draufklicken. Jetzt ist es hier grau, der ein oder andere von euch wird das Problem auch haben. Dann einfach das Spiel starten, einfach in irgendeine Gruppe reingehen. Ich gehe natürlich wie immer gewohnterweise in meine. Bis ihr in eurem eigenen Chip drinne sitzt. Wenn ihr neu seid und ihr seid noch nicht über das Starttutorial hinaus, also Tutorial zählt nicht, ihr müsst in eurem eigenen Schiff sitzen. Dann müsst ihr das Starttutorial zu Ende machen, bis ihr in eurem eigenen Schiff sitzt und euer eigenes Schiff auch einen Namen gegeben habt. Dann funktioniert das Ganze erst. So, jetzt ist das Ding hier nicht mehr ausgegraut, jetzt kann man hier einen Haken reinmachen. Jetzt weiß nämlich das Tool, wie denn mein Commandername genau heißt. Das lässt er sich nicht durch uns geben, das lässt er sich nur durch das Spiel selbst geben. Jetzt brauchen wir hier den Kommandantennamen und den Abi-Schlüssel. Wo kriegen wir die her? Das ist total einfach, weil direkt hier drüber, das Blaue, das ist ein Link. Ne? Das hier, das ist ein Link. Da kann man draufklicken. Und wenn man auf der Webseite eingeloggt ist, rutscht man direkt hier rüber. Ne? Also mein Commandername, ich bin mal ganz faul, kopiere den und trage den da wieder ein. Wer hätte es gedacht, ist genauso Natri. Und der API-Schlüssel hier rechts einfach auf Copy API Key to Clipboard. Und dann können wir auch den hier einfach einfügen. Und dann war es das. Wenn ich jetzt auf OK klicke, ist jede Aktion, immer wenn ich irgendwo hinspringe oder so, wird halt mit meiner Profilseite auf EDSM abgeglichen. So, das gleiche Ding haben wir jetzt hier auf Inara. Sende Fluglogdaten und Commander Status an Inara. Das ist halt dasselbe Ding, was wir eben bei der EDSM hatten. Auch Inara hat eine Profilwebseite.
Also kann zu eurem Commander die Profildaten preisgeben. Auch da habt ihr das gesehen, hier einfach auf den Link klicken und ihr landet automatisch hier, dann müsst ihr das nicht suchen. Ich werde natürlich nach dem Tutorial überall die Keys neu generieren und bei mir neu eintragen. Ich kann den Key hier auch löschen, aber hier einfach einen Doppelklick auf die Zeile, wo der Key drin steht, mit Ctrl-C das Ganze kopieren. Hier drüben mit Ctrl-V wieder einfügen und dann ist es auch das schon gewesen. Konfiguration, Elite Dangerous Journal Daten. Ich gehe davon aus, dass ihr das nicht irgendwo anders hin installiert habt. Hier braucht ihr nichts ändern. Während das Spiel läuft, nicht nach Updates suchen, betrifft wieder Systeme oder Anwender, die halt an einem schwachen Internet hängen. Braucht man in der Regel eigentlich auch nicht. Hier unten die Werft. Es geht halt darum, dass wenn ihr hier oben, ihr seht es in dem Market Connector, ihr habt hier auch die Möglichkeit, auf das Schiff selbst zu klicken. Hier steht Schiff Anastasiel und auch das ist wieder ein Link. Und die Werft sagt halt, wenn ich auf diesen Link klicke, in welcher Werft, Webseitenwerft, möchte ich denn mein Schiff jetzt dargestellt wissen. Standardmäßig ist es Etsy, also Elite Dangerous Shipyards. Wenn ich da drauf klicke, dafür muss ich die Einstellung zu haben, würde er halt ED Shipyards öffnen und ich könnte hier das Schiff, in dem ich gerade sitze, mit der Konfiguration, mit den Ingenieuren mir hier direkt angucken und dann halt den Link auch an einen anderen Piloten, an einen Zuschauer weiterschicken und sagen, guck mal hier, das ist mein Schiff, das hat dich ja interessiert, da kannst du dir das mal angucken und halt vielleicht, wenn du Bock hast, nachbauen. Mein Favorit ist es allerdings nicht. Es gibt da eine andere, die ich bevorzuge. Ich bevorzuge an der Stelle tatsächlich Coriolis. Braucht man hier einfach nur ändern. Und wenn ich jetzt auf das Schiff draufklicke, habe ich halt auch mein Schiff in Coriolis. Das ist eine Geschmacksfrage, die kann ich euch nicht abnehmen. Das müsst ihr selbst wissen, in welchem der beiden Bildseiten ihr gern eure Schiffe darstellt. Die Einstellung, Konfiguration, das nächste. Gleiche Prinzip bei Systemen. Explorer sind da wahrscheinlich eher auf EDSM. Da ich eine eigene Staffel habe in der Blase, ist es eigentlich Inara. Da ich aktuell allerdings auf einer etwas längeren Reise bin, lasse ich hier noch EDSM drin. Und Stationen haben quasi ein ähnliches Problem. Händler sind wahrscheinlich eher auf EDDB. Ich persönlich mag Inara an der Stelle lieber nicht zum Handeln, sondern halt wieder, um mir genau die Stationsdaten anzeigen zu lassen. Ich bin nicht so der Händler, muss ich feststellen. Ja. Gut, nächster Tab ist halt das Aussehen. Hier kann man nochmal separat die Sprache ändern, sollte man das Tool nicht in der Systemsprache haben wollen. Ansonsten gibt es halt noch verschiedene Ansichten. Standard, seht ihr es hier in diesem hässlichen Standardweiß. Es gibt das Ganze nochmal in Dunkel. Da finde ich ein bisschen angenehmer, ne, wenn man ein dunkles Spiel spielt und dann im zweiten Monitor so angeblendet wird, ist schon nicht ganz so schön. Eine andere Ansicht wieder, ich habe das Ding ganz gern transparent, weil ich habe es tatsächlich permanent im Vordergrund. Funktioniert nur, ne, permanent im Vordergrund, hier unten, funktioniert nur und ich mache auch hier gleich mal ein bisschen größer, dass ihr das jetzt hier alles immer ein bisschen leichter seht, ein bisschen sehr viel. So. Transparent und auch gleich im Vordergrund hat halt den Vorteil, dass ich kann das Tool hier irgendwo platzieren, auch bei mir auf dem Monitor, kann mein Spiel weiterspielen und ich sehe trotzdem immer, in welchem System ich mich gerade befinde. Ja, ich weiß, es steht auch hier unten, ist mir klar, aber ich erweitere tatsächlich meinen Market Connector noch um das eine oder andere Plugin, weswegen es nützlich ist, das Teil vorne zu haben. Die Installation dieser werden wir jedoch in einem separaten Tutorial behandeln. Wollt ihr das nicht verpassen, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video raus ist. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mir diese gerne in den Kommentaren lassen oder besucht mich auf meinem Twitch-Kanal. Auch unser Discord ist für Fragen rund um Elite Dangerous immer gern zu haben. Alle relevanten Links werde ich euch in der Videobeschreibung verankern.
Nun bleibt mir noch, mich für eure Geduld zu bedanken und wir sehen uns hoffentlich in den Weiten des Alls wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wink, wink, ciao, ciao. Bye, bye.